Hallo, mein Name ist Hermann. Ich habe hier an der FH schon Technische Informatik studiert. Jetzt arbeite ich gerade am Master und im Master-Bachelor-Studium hat man ja nicht so viel Zeit. Nichtsdestoweniger möchte ich hin und wieder mal gerne was spielen und wie Louis das gerade schon angekündigt hat, also es gibt natürlich irgendwelche wunderbaren, ganz tollen Titel mit bombastischer Grafik und packenden Effekten und Explosionen überall. Sowas kann man spielen, ich spiele lieber Robot Unicorn Attack. Hier ist ein ganz kleines, kostenloses Spiel, das man im Internet abrufen kann. Es geht darum um Folgendes: In einer wunderbaren Welt voller flauschiger Wolken und Regenbogen und glitzernden Elfen und verchromten Pinguinen läuft unaufhaltsam ein Roboter-Einhorn von links nach rechts durch den Bildschirm. Es ist die Aufgabe des Spielers, dafür zu sorgen, dass dieses Roboter-Einhorn Hindernisse zerstört und die Abgründe überwindet, damit es nicht runterfällt. Das ist soweit ganz schön, das Problem ist nur, ich kann das nicht. Das geht alles so schnell, Hand-Augen-Koordination nicht, nein. Also das ist dann natürlich sehr frustrierend, wenn man da bei so einem Spiel nicht weiterkommt. Und da bin ich auch nicht alleine damit. Ja? Auch andere Leute sind sehr verärgert, wenn sie irgendwie bei Spielen verlieren. Populäre Beispiele für sowas sind zum Beispiel die Spiele Unreal Tournament. World of Warcraft. Oder ein gerade in Büros sehr verbreitetes Spiel, nämlich Microsoft Office. Stellen wir also fest, Computerspiele sind ein Problem. Und ich als Informatiker habe gedacht, um dieses Computerproblem, da muss ich mich kümmern. Und was macht der Informatiker, wenn er ein Problem hat? Er schreibt ein Programm. Ich habe mir also überlegt, in deinem Studium hast du doch irgendwie was gelernt, so zum Beispiel von Robotik oder Bildverarbeitung. Du könntest doch ein Programm schreiben, das bekommt vom Spiel dieses Bild geliefert und entscheidet dann selber vollautomatisch, was es zu tun hat. Und ich rede dann immer so gerne mit meinem Computer, denn so ein Computer, der nimmt zwar alles sehr, sehr genau, aber ist auch ziemlich doof. Ich habe mir das genau angeguckt, also zum Beispiel das Einhorn, ja, das glitzert und blinkt und hat ganz viele Effekte und der Schweif ist regenbogenfarben animiert, also das ist zu kompliziert, aber vielleicht kann ich dem Programm erklären, du sag mal, also Programm, hier, wenn da kein Boden zu sehen ist, dann muss gesprungen werden. Und das Programm sagt mir, was springen? Achso, ja, das also springen bedeutet, es muss die Taste Z auf der Tastatur gedrückt werden. Okay, das kann ich. Was ist Boden? Tja. Das ist gar nicht so einfach zu machen. Ich sehe ja, der Boden, der hat so eine komische rote, pinke Farbe. Wie heißt das? So ein irgendwas Magenta. Magenta ist gut, genau. Also der Boden ist magentafarben. Ich möchte jetzt also einen Magenta-Filter über dieses Bild legen. Ihr kennt das vielleicht auch, hoffe ich zumindest, vom Einkaufen. Wenn ich zum Beispiel einkaufe und ich möchte mein Lieblingswaschmittel mit integriertem Weichspüler kaufen, dann haben die mal wieder umsortiert und ich weiß nicht, wo es steht. Ich weiß nur, es hat eine Magenta-Farbe. Also laufe ich so ein bisschen ziellos durch die Gänge und lasse mich dann da so mir so ein bisschen aus dem Schlürfen und gucke mir so das Regal an und da sehe ich dann nach der Zeit, ah, guck mal hier, da sind ja die Sachen, die haben die richtigen Farben und jetzt weiß ich also, guck hier im Bild, da sind die Sachen, die magentafarben sind. Und das kann ich in so einem Programm eigentlich auch ganz gut umsetzen, solange das genau eine Farbe ist. Wenn ich mehrere Farben habe und ich sage, ich will das nicht unterscheiden, das ist alles gleich rot, dann muss ich das erstens erklären, dass das die gleiche Farbe sein soll, aber auch, dass das Blau, was leider hier gerade umgebrochen ist, keine rote Farbe ist. Das ist im Computer gar nicht so leicht zu machen. Das liegt daran, wie der Farben so sortiert, aber hier hilft uns der HSV. Das hat nichts zu tun mit dem Fußballverein. Nein, HSV ist eine Möglichkeit, Farben anzuordnen, und zwar in einer Farbtorte. HSV steht für Hue Saturation Value. Zu Deutsch wäre das Farbton, Sättigung und Wert. Wenn ich weiß, was eine Torte ist, die habe ich da auch nochmal abgebildet.
In dieser wunderbar leckeren Farbtorte seht ihr oben das Topping mit allen Farben des Regenbogens. Unten ist so ein bisschen schwarz, ist vielleicht angebrannt oder so. Und in der Mitte findet sich weißer Zuckerguss. Und alle Farben, die man irgendwie im Computer darstellen kann, sind darin zu finden. Und das Tolle hier an dieser Farbtorte ist, dass ich, ähnlich wie bei einer mehrstöckigen Torte mit vielen, vielen leckeren Geschmacksrichtungen, kann ich mir ein Stück herausschneiden, was genau die Farben enthält, die ich für Magenta halte. Und alles andere interessiert mich nach wie vor nicht. Und mit diesem Farbtortenstück kann ich jetzt in mein Programm hineingehen und sagen, hier, erkenne da mal das, was ich für Boden halte. Und das Programm macht dann dies hier raus. Und das reicht eigentlich schon aus, um dafür zu sorgen, dass das Einhorn nicht mehr in Abgründe stürzt. Die künstliche Intelligenz, die ich dafür einsetze, ist eine künstliche Dummheit. Die Anweisung lautet, solange da genug Boden ist, brauchst du mitspringen. Und jetzt glaubt ihr mir vermutlich nicht, dass es so ein blödes Spiel überhaupt gibt. Oder dass ich mir die Mühe mache und so ein Programm schreibe, was dann Spiele für mich spielt, damit ich das nicht mehr selber tun muss. Aber deswegen habe ich ja schon mal was vorbereitet. Das funktioniert wirklich. Ihr seht hier den Browser, der das Spiel ausführt. Das Spiel selber hat ja keine richtige Anzeige. Es hat nur so ein kleines Statusfenster, wo es sagt, was es gerade macht. Und links oben ist eben diese Bodenanalyse. Und das funktioniert soweit ganz gut. Es funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Natürlich gibt es auch hier immer Raum für Verbesserungen, wie in allen Feldern der Forschung. Nämlich dieses Programm entscheidet immer nur anhand des aktuell zu sehenden Bildes, was zu tun ist und was nicht. Es ist also vergleichbar mit einem Menschen, der das spielt, vorausgesetzt er hat eine Aufmerksamkeitsspanne von ungefähr 40 Millisekunden. Das ist also vergleichbar mit einem durchschnittlichen Facebook-süchtigen Jugendlichen. Allerdings habe ich natürlich auch ziemlich viel Zeit da reingesteckt, eben eine Bedienungsanleitung zu schreiben für den Computer, damit er dieses Spiel spielen kann. Das heißt dann eben Quelltext und man kann sich angucken, das ist so lang. Mag man sagen, das ist ja so viel eigentlich noch nicht. Allerdings kommen dazu natürlich noch die Funktionen, mit denen ich das überhaupt mit dem Spiel vertratet habe und natürlich die ganzen Funktionen aus dem Bildverarbeitungsmotiv. Ist also doch ein bisschen aufwendiger. Wenn ich einfach einen Menschen damit beauftrage, ey, ich habe da noch keinen Bock, bitte spiel du mal das Spiel für mich, dann braucht er dazu vielleicht auch eine Anleitung, die ist allerdings wesentlich kürzer. Die Frage ist natürlich, Hermann, jetzt hast du uns ganz viel Blödsinn erzählt. Was willst du denn damit? Ganz einfach, man kann das auch hier einsetzen. Denn ein Programm hat einem Menschen gegenüber mehrere Vorteile. Ein Programm wird nie müde, ein Programm schläft nie ein. Ein Programm ist immer gleich aufmerksam. Deswegen kann man auch Bildanalyse-Methoden auf eine solche Szene hier anwenden. Das ist kein Ausschnitt aus seinem Need for Speed Computerspiel. Nein, das ist ein Foto von einer Straße. Und ein optisches Spurhaltesystem kann dann eben erkennen, ah, gucke mal hier, da sind die Markierungen. Jetzt weiß ich, wo sich das Auto auf der Fahrbahn befindet. Und kann dann zum Beispiel den Benutzer warnen, weil er eingeschlafen ist oder abgelenkt ist und nicht richtig steuert, weil er auf seinem Handy zum Beispiel gerade ein Spiel spielt. Vielen Dank.